Hosa Leute und willkommen zu einem neuen Part von Mega Man X. Ja, was mir gerade so auffällt, also was mir schon da eigentlich seit Jahren auffällt, dass Sigma aussieht wie ein Clown. Ich glaube, ich werde auch mal so grimmig gucken und ich glaube, ich werde es einfach mal so hochladen, so ein Bild von mir, und da könnt ihr, ich würde mich super freuen, wenn ihr denn dieses Bild, was ich dann habe, so aussehen lässt wie Sigma. Also irgendwie, ne, halt mit Bildbearbeitung und so ein Kram. Lasst mich aussehen wie Sigma, wie ihr gerade guckt. Ich würde mich kaputt lachen, wenn ihr das so hinkriegen würdet. Gut, dann auf zur nächsten Stage. Das wird nicht einfach. Denn diese Stage ist eigentlich schwieriger, als der letztendlich der Boss es ist. Wie ich finde, der Boss kann nerven, kann aber nur. So, und hier gibt es schon die erste Krux. Ah, diese nervigen Teile wieder. Und dazu die blöden Fledermäuse, die gleich wiederkommt. Okay, hat aber gepasst. Weg mit dir. Gelandet, perfekt. Und, jawohl. Das war schon die erste Hürde. Da kann man schon ordentlich sterben, wenn man das nicht geübt ist. So. So, ich will den wieder weghauen. Das Ding ist immer noch nicht voll. Ah gut, es ist aber fast voll. Ich habe 7 Leben, das freut mich sehr. Also bisher rocke ich noch ziemlich gut durch dieses Let's Play, wie ich finde. Fast ohne Fails bin ich ausgekommen, das freut mich sehr. Aber mit einem Aufnahmefail. Na gut, jetzt kommt natürlich nochmal ein alter Boss und es ist Chill Pinguin. Da kommt er wieder und der ist natürlich noch leichter als vorher. So, und springt er wieder hin und her, kriegt wieder volle Breitseite ab. Und wow, hey, er macht wieder tollen Nebel. Und kriegt wieder volle Breitseite ab und nein! Okay, das war gerade ziemlich dämlich von mir. Aber na gut, so wieder voll drauf. Kann ich noch treffen? Dann kann ich nicht, schade. Muss ich wieder aufladen. Na gut. Voll rein jetzt wieder. Was machst du? Na, er schießt wieder ab. Soll er doch. Soll er doch. Was machst du nun? Ich kann ihn echt so nicht treffen, schade. Na komm, mach was. Okay, er macht was. Und rein da. So, und wieder rein. Ach, schade. Okay, umso besser, dass er sich beeilt mit seinem blöden Kram. Oh nein, oh nein, sie stecke ich echt fest. Oh nein, 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 nein. Okay. Jetzt hat er auch mal gesehen, was da passiert, wenn er nämlich das macht. So, komm mal her. Und weg mit dir. Okay. Er ist gleich weg. Obwohl, ich werde gerade mal was testen. Ich wechsle mal kurz zu Feuer. Mal gucken, wie sehr ihm das schaden wird. Ich hab noch nie, weil wie gesagt, das war immer der erste Boss. Ah, okay. Also es schadet ihn enorm. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich ihn erstmal damit besiegt. Na gut. Ich wechsle mal wieder zwischendurch. Er kann ich noch gar nicht werden. Er explodiert. Denn ich will wieder meinen normalen Buster haben. So. Achso, ich habe gar nicht gezeigt, was passiert, wenn man mit Feuer das Ganze macht. Ja. Ist nicht sonderlich toll. So. Wenn ich natürlich jetzt nicht aufpasse, dann hat dieser Typ da natürlich was Böses. Deswegen werde ich erstmal umhauen, damit ich dieses Ding natürlich selber bekomme. Sonst wäre er nämlich eingestiegen. Und das wäre natürlich kacke. So, weg mit dir. Weg mit dir. Komm her. Okay. Weg mit dir. So, mach weg. Komm hoch. Oh, kommst nicht hoch. Oh, du kommst nicht hoch. Schade. Tut mir jetzt aber leid. Eigentlich nicht, aber egal. Komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Oh. Oh Mann. Und weg mit dir, weg mit dir. Weg mit dir, weg mit dir. So, dann kommst du dran. Perfekt. So, ich habe immer noch was vergessen zu zeigen. Ja. Moment. Das hier habe ich noch vergessen zu zeigen. So, ich glaube, ich gehe lieber links entlang. So. Toll, oder? Ist ganz nett eigentlich, so kann man so ganz sagen. Ja, ja, komm, ist gut. Nein, 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 ey, Alter, gut jetzt hier. Dann lege ich das Ganze wieder auf, damit ich das hier leichter habe. Ark! Komm schon, stirb doch mal. Sei doch mal so freundlich und tu einem alten Freund einen Gefallen. Na gut. Das kann natürlich jetzt wieder ein bisschen nerven, aber jetzt bin ich durch. Jetzt kommt natürlich direkt der nächste Boss, glaube ich. Ja. Es ist der nächste Boss und da wechsle ich wieder zu Chameleon, weil es damit viel leichter ist, ihn zu treffen.
So. Okay, komm her. So, und Treffer, und Treffer, und Treffer? Nein, schade. Und der kann ja wenigstens mal zeigen, was er drauf hat. Okay. Ich könnte den aber doch noch wenigstens noch treffen, scheiße. Nein! Das reicht jetzt. Scheiße. Alter, jetzt reicht's. Okay, so kann ich es machen. Ah! Okay, kommt wieder runter. Und zwar rechts. Nein, das wollte ich gar nicht machen. Komm, schieß. Perfekt. Perfekt. Treffer. Und Treffer. Und Treffer. Und nein, Treffer. Und Treffer. Und das war's auch schon wieder mit ihm. Gut. Ja, ja, ja. Komm, explodier doch mal. Dankeschön. Und wir durchswitchen zu meinem normalen Buster. Den Sprung wieder hüpfen. Sehr schön. Was kommt jetzt nochmal? Ach ja, Fledermäuse. Und das Viech. Und das Viech da oben. Sehr toll. Ja, ja, du mich auch. Na. Ja, komm, geh weg. Ja, ja. Ach, es ist die blödeste Stelle für so einen Gegner, oder? Ah. Na komm. Und natürlich kommt da oben noch eine Fledermaus. Und da unten auch noch wieder eine. Es ist zum Mäusemecken! Nein! Ach komm jetzt. Ist doch wohl nicht wahr. So. Oh, das war super, dass ich das bekommen habe. Nochmal. Jetzt bin ich sogar voll für den nächsten Boss sogar. Saugeil. Kommt jetzt sofort der nächste richtige Boss? Ja, er kommt. Und hier werde ich nochmal kurz quicksave, nicht, dass ich dann nochmal auf die falsche Taste drücke und dann hänge ich wieder am total falschen Boss wieder ran. Das war total nervig. Okay. Es gibt hier mehrere Stände, die man angreifen kann. Also man muss immer die Augen angreifen. Dafür steht schon mal fest. Aber man kann jetzt auch die Nase angreifen. Und unten darf ich nicht reinfallen, da bin ich halt sofort wieder tot. Es ist halt der erste Boss mit Instant-Kill-Gefahr. Okay, komm her. Aber ich finde den trotzdem nicht sonderlich schwer, den Boss. Was kommt hier? Das. Und Treffer. Man darf einfach nicht getroffen werden. Das ist einfach die einzige Sache. So, und hier ganz langsam runterrutschen. Treffen. So. Also, ich finde den nicht schwer. Nein, hätte ich gereicht. Okay, kommt wieder her. So. Und ich hüpfe dann nochmal hin und her. Blablabla. Und jetzt aufpassen, dass ich da nicht reinfalle. Genau. Ja. Da kommt wieder das Auge. Ja. Ja, natürlich ganz von vorne. Und nochmal einen reinwürgen. Und kommt der nochmal. Ja. Und nochmal einen reinwürgen. Und gleich ist er schon wieder halb tot. Also ich finde, das ist der leichteste Zwischenboss, den es hier so gibt. So. Ich weiß gar nicht mehr, was als dritter Zwischenboss kommt. Oh, ein Auge ist kaputt. Das ist nicht so fein. Denn da würde er gleich ein bisschen böser. Scheiße. Ich glaube, es wird ihm gleich noch ein bisschen enger, glaube ich. Da kann man jetzt zerquetscht werden? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Ah genau, wenn beide Augen kaputt gehen, dann bleibt das nämlich die ganze Zeit nämlich so. Da kann man ganz schön Fingerkampf kriegen. So, jetzt geht da nochmal los. Tata. Und gleich ist er weg. Okay. Na, noch einmal abwarten, dann war's das. Und das war's. Die Zähne brechen unten ab und das war's. Super! Habe ich den Levelkopf beendet. Den Bosskopf. Raumkopfboss beendet. Raumkopfboss. Das ist der Raumkopfboss. So werde ich, glaube ich, diesen Part nennen. Raumkopfboss. Gut. Das ging ja jetzt relativ schnell, dieser Level. Aber trotzdem. Ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon die nächsten anfangen soll. Ich sag nein. Ich werde jetzt an dieser Stelle den Part beenden. Das war ein ziemlich kurzer Part. Aber damit müsst ihr jetzt leben. Sorry, Leute. Ja. Dann war es das erstmal wieder mit mir Level 4. Ich sag tschö mit irgendwann mit Ei. Und tschüss!